Hallo, ich wollte dich einladen, mit mir nach Spanien zu kommen. Besonders jetzt, wenn es hier so grau ist und wenn es stürmt und regnet, dann freue ich mich an dem Gedanken, dass ich im Mai in Spanien, in Andalusien, in der Nähe von Cádiz, ein wunderschönes Fotoseminar haben werde, wo wir auch am Strand fotografieren, herrliche Andalusierhengste im Wald freilassen und zusammen mit meiner Freundin Karin Leutert, die ja auch eine anerkannte Fotografin ist, sehr viel Spaß haben. Wir haben eine Finca gemietet, wir werden uns unsere Fotos angucken und wir werden gut essen und trinken. Und wenn du Lust hast, dann komm einfach mit. Guten Morgen. Guten Morgen, es ist 6 Uhr und es ist noch Nacht und es ist schwer aufzustehen. Aber wenn man die Bilder im Kopf hat, die man gerne machen würde, und dann geht das auch. Aber wenn man den Sonnenaufgang haben möchte, und das ist ja das schönste Licht, dann muss man auch die anderen Leute dazu motivieren, schon 2 Stunden früher aufzustehen, ihre Pferde zu putzen und einzuladen und dann zum Strand zu fahren. Und das ist schon eine Angelegenheit, die nicht so einfach ist. Die vielen Leute, die wir auch gleich brauchen werden, müssen alle früh aufstehen. Thema in der Pferdefotografie ist die Bewegungsfotografie. Man kann Pferde in Herden, einzeln, am Strand, über dem Sprung immer fotografieren, wenn man weiß, wie man die Bewegung einfängt. Ein ganz spezielles Thema ist die Strandfotografie. Das möchte jeder gerne machen, aber es ist wirklich schwierig. Strandshooting kann ich nur sagen, man muss auf alles vorbereitet sein. Auch darauf, dass man nass wird. Ich wollte schon so oft nicht ins Wasser gehen und zum Schluss war ich doch drin gestanden. Wenn man ins Wasser geht, dass man die Kamera immer nach oben hält. Ich bin schon abgesoffen bis über den Kopf, aber ich hatte die Kamera noch aus dem Wasser. Also das ist das Wichtigste. Ansonsten ist es natürlich arschkalt. Und warum geht man da jetzt rein? Ich habe nur, wenn ich da drin bin und ungefähr auf der Wasseroberfläche bin, dieses extreme Perspektive, dass ich die Brust des Pferdes mit dem Wasser so richtig nahe habe. Wenn ich das von oben fotografiere, sieht es nicht so dramatisch aus. Und deswegen tue ich mir das manchmal an. Es ist nicht Sommer und das Wasser ist nicht warm. Und ich habe auch keinen Neoprenanzug, aber es geht. Pferde, die das Wasser überhaupt nicht kennen, sind eine echte Herausforderung. Man kann sofort sagen, dieses Pferd geht niemals ins Wasser. Oder man sieht schon, dass das Pferd daran interessiert ist, herauszufinden, was es mit diesem Wasser auf sich hat. Sie kennen ja meistens nur Wasser, das still ist und das man trinkt. Und da ist jetzt plötzlich sehr viel Wasser, das sich bewegt. Neugierige Pferde, die ausgeglichen sind, kann man dazu bringen, ins Wasser zu gehen. Und man kann sie auch hinausschwimmen und sie wieder reinlaufen lassen. Und wenn dann das Pferd umdreht und wieder aus dem Wasser herauskommt, sind es die letzten 20 Meter, wo es wieder Boden unter den Füßen hat und sich abstemmen kann, wo wir wirklich diese
Bugwelle vor dem Pferd haben und dieses spritzende Wasser und diese Bewegung und diese Lichtreflexe auf den verschiedenen Wassertropfen, die da in die Luft gewirbelt werden. Wasser ist immer eine Herausforderung. Wasser kann die Belichtung der Kamera beeinflussen. Die Kamera sagt, oh, das ist sehr hell, dann mache ich jetzt dunkel, dann hat man nur einen Schattenriss. Oder die Kamera sagt, ja, das ist ein Gegenlicht, da muss ich überbelichten. Jeder muss seine Kamera kennen. Wie reagiert sie in verschiedenen Lichtsituationen? Und dann muss ich das umsetzen. Wann bin ich wirklich zufrieden mit einem Strandshooting? Ja, natürlich, wenn ich tolle Bilder habe, aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Für mich ist es wichtig, dass die Pferde anschließend gesund und munter in ihrem Stall stehen und dass sie nicht verletzt sind oder irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht haben. Das möchte ich nicht. Es soll für alle ein Spaß sein. Und ich habe jetzt wieder gesehen, wie sehr die Pferde es genießen, mal aus ihrer Umgebung rauszukommen und was Neues zu erleben. Also, es ist für alle toll.